Ja, Freunde, typisches Aprilwetter. Vor circa 15 Minuten schien noch die Sonne und auf einmal Wetterumschwung. Mein Fahrschüler mit der 125er voraus. Solche Situationen in der Prüfung ist natürlich ein bisschen gemein. Das Blöde ist, man kann sowas kaum vorher trainieren. Wichtig ist, dass ihr dann euren Fahrstil sofort umstellt. Ihr müsst also viel, viel früher bremsen und viel vorausschauender fahren. Wenn ihr euren Stiefel einfach so durchzieht, wie ihr das immer gewohnt seid, zügig, sicher und gewandt, dann kann das mal rutschig werden. Also sofort den Fahrstil umstellen, entsprechend langsam fahren und viel früher bremsen, als ihr es sonst gewohnt seid. Was noch ein Hilfsmittel ist, dann habt ihr Prüfungsfahrt und auf einmal fängt es an zu hageln oder es fängt an zu regnen und das habt ihr nun vorher nie gehabt, im Sommer zum Beispiel, wenn immer schönes Wetter war, dann gibt es noch ein Hilfsmittel. Ihr orientiert euch an die Geschwindigkeit der anderen Autofahrer. Ihr könnt davon ausgehen, dass also 90% aller Autofahrer angepasst fahren mit der Geschwindigkeit, von der Geschwindigkeit her. Das heißt, schlecht wäre das, wenn alle jetzt auf der Autobahn auf der rechten Spur 100 fahren und ihr seid jetzt die einzigen mit 130 lustig auf der Überholspur. Das sollte euch dann schon auffallen, aber auch umgekehrt. Ja, ihr wisst nicht genau, wie schnell könnt ihr fahren bei so starkem Regen. Jetzt seid ihr vielleicht die einzigen da, ja, sagen wir mal mit 90 unterwegs und alle anderen überholen euch mit 130. Dann ist ein Hinweis darauf, dass ihr vielleicht doch noch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen könnt. Also das mal so als Anhaltspunkt. Wir nehmen uns natürlich nicht den einzelnen Raser als Vorbild, den es immer gibt, sondern ihr müsst euch an der Masse orientieren. Auch später, wenn ihr nun so einen Sommerführerschein gemacht habt und konntet das natürlich jetzt mit dem Schnee und Glatteis und so nicht trainieren, dann weiß man manchmal gar nicht, gut, man weiß, man muss langsam fahren, man weiß aber nicht, wie langsam. Dann orientiert ihr euch an die Masse der anderen Autofahrer. Also ihr seid morgens im Schnee auf dem Weg zur Arbeit mit dem eigenen Auto, es fängt an zu oder es schneit und alle anderen Autos kommen euch mit Schrittgeschwindigkeit entgegengezuckelt und ihr seid die einzigsten mit 30, 40 km/h unterwegs, dann sollte euch das auffallen, ja? Oder umgekehrt, ihr seid die einzigen mit Schrittgeschwindigkeiten, alle anderen fahren vielleicht 25 km/h. Ja, da müsst ihr euch so ein bisschen an der Masse orientieren. Das ist eigentlich immer ein sehr gutes Hilfsmittel, um von der Geschwindigkeit auf der angepassten Seite zu sein. Vielen Dank, tschüss, tschüss.